Was geht? Ich bin Becky, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch, vor dem ich wieder ein bisschen Angst habe, weil es pure Gänsehaut ist und ich die alleine gucken muss, okay? Schau sie niemals alleine, noch nicht mal mit deiner besten Freundin, es wird nichts bringen. Man kriegt trotzdem Gänsehaut und findet die creepy. Und zwar sind das, ja, TikToks, die du niemals alleine in der Nacht um 3 Uhr schauen solltest, weil du kannst dann nicht mehr schlafen. Vorbei mit Schlaf. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr auch schon mal was Paranormales, was Seltsames erlebt habt, was sich einfach nicht erklären lässt. Einige haben mir auch schon von richtig komischen Stories aus ihrer Schule erzählt. Also, dass zum Beispiel, wo der Wasserhahn einfach anging, das sei bei jemandem auch schon mal in der Schule passiert und so. Why? Und Challenge an euch, find mich diesmal, lasst mich nicht alleine sein, okay? 40.000 Leute, die 3 Uhr und auch Mitternacht echt creepy finden. Ich brauche ein bisschen hier Unterstützung. Ich muss mir jetzt auch gerade gleich alleine reinziehen. Also schwingt den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir lauern jetzt nicht so viel, wir starten direkt damit. Wusch. Übrigens nicht die Decke vergessen, Leute. Oh mein Gott, ich sehe schon. Ich sehe schon diese komische Chucky-Puppe. Was macht die neben ihrem Bett? Alter, geht's dir noch gut? Wo ist die hin? Wer hat sie unter das Bett gezogen? Also irgendjemand hat sie wahrscheinlich gezogen. Ich denke mal, so gechillt, wie sie neben der Puppe war, wahrscheinlich irgendein Freund, aber trotzdem Herzinfarkt. Was war das? Okay, sie ist vor 3 Monaten da irgendwie reingezogen, hat irgendwie Angst, meinte sie. Du kannst eindeutig einen Körper sehen. Wo? Wow! Wow! Alter, das war eine Person und da war nichts. Die Form, Leute, diese Silhouette, das war eine Person. Meine Tür war offen, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Oh! Herzinfarkt, was war das? Leute, es war nur eine Maske. Sein Ernst? Da hilft auch die Decke nicht mal. Okay, diese Frau sieht irgendwie immer eine Person in der Nähe der Kirche, also hinter der Kirche, in so einem Waldgebiet hin und her laufen. Jeden Tag. Sie meinte, sie war da ein paar Mal, aber da war niemand. Aber da läuft doch eine Person lang, so eine schwarze Person. So eine schwarze Gestalt, Schatten, ich weiß es nicht. Da auch, seht ihr das? Immer an derselben Stelle hin und her läuft diese Person. Und da ist niemand, wenn sie hingeht. Das ist doch voll seltsam. Wie geht das? Vor allem in der Nähe von der Kirche oder vielleicht ist da auch noch ein Friedhof. Vielleicht ist es eine Seele, die irgendwie, keine Ahnung, keinen Frieden findet. Richtig seltsam, ey. Ich glaube, er ist selber gerade geschockt. Was? Er hat das doch nur normal hingestellt, oder? Ich meine, wie lange bewegt sich die Schüssel? Digga, das ist ein Geist. Geh doch bloß raus. Er hat Angst. Er weiß selber nicht so ganz, was er tun soll. Dieses Mädchen sieht irgendwie einen Typen bei sich mitten in der Nacht. Jedes Mal. Vor ihrem Haus. Sie hat das in den Kameras entdeckt, als sie sich gerade so einen Mitternachtssnack machen wollte. Da steht einfach mal jemand. Was ist er für einer? Guys, he's back. Er ist wieder zurück. Oh, ich denke, das ist ein anderer Tag. Steht ihr da einfach mal und winkt ihr zu? Mitten in der Nacht. Also so bekommst du sie nicht rum, Junge. What? Bro, he always comes when oder er will ihr irgendwie absichtlich Angst machen. Das geht doch noch raus. Nein. Oh my god. Was ist groß? Get out. Leave. Ah, da wieder rein, der rennt schnell, geh rein, geh rein, geh rein. Oh mein Gott, schnell. Abschluss. Jo. Oh mein Gott, jetzt sieht man erstmal, wie gruselig er aussieht. Get out. Get out. Was ist er für einer? Und warum hat er so eine Maske? Oh mein Gott, also ich glaube, er kriegt richtig Ärger, wenn sie herausfindet, wer das ist und es vielleicht jemand irgendwie aus der Klasse, aus der Stufe oder so. Was ist das denn? Oh mein Gott, nein. Dämon, weiche von mir. Alter, was macht so... Was ma
in der Nacht? In dem Nachthemd? Mein Haus ist verflucht. Schau bis zum Ende. Warum immer bei diesen Tänzen? Ich habe das Gefühl, immer dann passiert irgendwas. Habt ihr es gesehen? Dieser Moment, wenn einfach irgendwas runterfällt. Plötzlich. Wer kennt es auch? Bestimmt habt ihr es einmal erlebt, oder? Macht mal jetzt ein Geister-Emoji unten rein, wenn ihr das auch schon mal erlebt habt, dass plötzlich irgendwas runterfällt. Sei es ein Poster, irgendwie ein Bilderrahmen oder sonst irgendwas. Ich hatte das schon so oft. Krankenhaus! What the? Da ist niemand. Oh! Oh mein Gott, nein, nein. Man merkt schon, sie hat Angst. Seht ihr das Licht flackern? Einfach aus dem Nichts. Also ich habe mal gelesen, dass da irgendwie dann ein Geist anwesend sein soll. Das habe ich mal gelesen. Also es kann ein Wackelkontakt sein, natürlich. Aber ja, irgendwie, wenn ein Licht flackert, könnte auch ein Geist anwesend sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich lebe in einem Haus von 1916. Davor lebte ein Priester dort mit 5 Nonnen. Der Priester ist dort in dem Haus gestorben. Und manchmal hört er... Manchmal hört er eine Person da langlaufen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr schlafen. Wir machen nicht ohne Grund alte Häuser Angst. Gucke ganz genau zum Fenster, nicht blinzeln. Okay, warte, ich halte meine Augen auf. Nein, Spaß. What the? Was ist der für einer? Seht ihr die Tür? Warum geht die auf? Sie wundert sich selber. Sie sah gar nicht angetan aus. Was zum Teufel ist das denn? No way. Was ist das? Also entweder ist das irgendwie eine Person, die irgendwie... vielleicht Tiere imitiert oder so? Gibt es nicht auch solche, die irgendwie so Pferde nachmachen und dann über solche Hindernisse springen und so? Entweder ist das so eine Person, aber was macht sie zum Teufel mitten in der Nacht draußen vor deinem Haus? Oder keine Ahnung, was ist das? Warum hört sich die Tür so an, als würde jemand lachen? Habt ihr es gehört? Habt ihr das Klopfen gehört? Oh, wie ging das? Da ist niemand. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, da war einfach mal keiner. Bei ihr gehen sowieso die seltsamsten Dinge irgendwie ab zu Hause. Keine Ahnung, ey. Der Hund macht doch nicht diese Geräusche, Digga. Also da würde jeder Albträume bekommen. Was ist das? Seht ihr das da hinten? Da hinten ist definitiv ein Mädchen langgelaufen mit schwarzen Haaren. Kann das sein? Ich habe dieses Bild vor 3 Jahren gemacht und dann gemerkt, dass jemand hinter mir war. Wir denken, es war vielleicht meine Oma, die gestorben ist. Also ich hoffe es ja. Und ich glaube wirklich daran, dass verstorbene Personen einen nochmal besuchen. Ich hätte da auch eine Story für euch, Leute. Was mir passiert ist, ich glaube da wirklich daran. Aber meint ihr, das sieht aus wie eine Oma? Also ich bin für heute jetzt raus, Leute. Ich gucke mir keine weiteren TikToks mehr alleine an, weil ich das echt seltsam finde, dass irgendwie hinten dauernd manchmal so eine Person ist und da lang huscht. Oder, keine Ahnung, Türen auf und zu gehen und so weiter. Ich weiß nicht, wie man sich das erklären kann. Keine Ahnung. Ich habe euch so, so lieb. Bis zum nächsten Video. Bye!